Krieg und Frieden gehören an diesem Wochenende auch die traditionellen Ostermärsche. Bundesweit wollen Tausende ein Zeichen für den Frieden und gegen Krieg setzen. Der größte Aktionstag ist heute, der Karsamstag. Veranstaltungen von München über Duisburg, Bonn oder Leipzig. Aber im Gegensatz zu der Friedensbewegung in den 80ern fehlt bei den Märschen dieses Jahr so eine, ich sag mal, einheitliche Linie. Je nachdem, wo sie mitlaufen, gibt es unterschiedliche Forderungen. In Leipzig zum Beispiel heißt es da plötzlich, stoppt die Sanktionen gegen Russland. Wofür also stehen die Ostermärsche in diesen Kriegszeiten? Der Wunsch nach Frieden treibt sie auf die Straße. 300 Menschen sind es in Köln. Verhandeln in Gaza und der Ukraine. Keine Aufrüstung, das sind ihre Forderungen. Hier, würde ich sagen, sind einfach auch Menschen aus der Kirche, aus allen Bereichen, politischen Bereichen. Und auch einfach Menschen so wie wir, die einfach mal sagen, wir möchten Frieden haben. Der Punkt ist eben der, dass man gegen jeglichen Imperialismus, gegen jegliche Imperialisten sein muss. Und dass ich mich nicht auf die Seite von der USA schlage und auch nicht auf die Seite von Russland. In den Reden Kritik an NATO und Waffenlieferungen, aber auch Hamas-Terror und russischer Angriffskrieg werden angesprochen. Das ist nicht in allen Städten so. Auch das gibt es, Russland als Opfer. Die DKP sieht die NATO als Aggressor, unschuldiges Russland. Die Toten der Ukraine berühren Sie jetzt gar nicht? Die Toten in der Ukraine sind natürlich so schlimm wie alle Toten auch. Ich sehe nur die Verantwortung für diese Toten bei der Kriegspolitik der NATO, die die Ukraine nutzt für ihre Aggression gegen Russland. Stramme Linke neben bürgerlichen Friedensfreunden und palästinensischen Gruppen. Eine bunte Mischung, die Veranstalter wissen das, betonen Gemeinsames. Es gibt einen Grundkonsens, ist, dass der Mensch das höchste Gut ist. Das ist Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist der Grundkonsens, der darf nicht unterschritten werden. Sie demonstrieren gegen Antisemitismus und das ist auch nötig. Palästina vom Jordan bis ans Mittelmeer fordern sie in Duisburg. Das ist die Forderung nach der Auslöschung Israels. Viele angeblich Friedensbewegte haben mit Judenhass offenbar kein Problem. Der Veranstalter entsetzt. Mir ist das Blut aus dem Kopf gewichen. Ich war fassungslos, dass es Menschen gibt, die bei aller Berechtigung über die Empörung, über die auch vom israelischen Staat verursachten Gewalttaten dann selber zu Gewalt aufrufen. Denn nichts anderes ist der Aufruf from the river to the sea. In Düsseldorf ziehen sie hinter einem Porträt des einstigen Gewalttäters und späteren Staatsmanns Yasser Arafat durch die Stadt. Gesprächsangebote an palästinensische Teilnehmer bleiben erfolglos. Ich will eine kurze Frage stellen für den WDR. Auch bei dem Herrn, der uns mit dem Kamerahandy auf die Pelle rückt. Junger Mann, dürfen wir eine kurze Frage stellen? Mittendrin Thomas Geisel, einst SPD-Oberbürgermeister, hier jetzt Bündnis Wagenknecht. Hat er kein Problem mit den einseitigen Schuldzuweisungen? Es gibt Leute, die das zum Teil negieren. Das ist falsch, das ist absolut nicht in Ordnung da. Und trotzdem darf man die Stimme erheben gegen eine, wie ich schon sagen würde, mittlerweile absolut unverhältnismäßige Reaktion Israels im Gazastreifen. Ostermärsche 2024. Hier laufen längst nicht nur Pazifisten mit. Viele scheint das nicht zu stören. Im Westen haben viele